Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist PadiXLP. Heute mal wieder Let's Make Me. Ich habe gestern die Folge ausfallen lassen, deswegen bin ich heute umso motivierter. Ich mache heute Butthead aus der Serie Beavis and Butthead. Ein alter Klassiker, oder ich versuche es zumindest die Mii so gut zu machen, wie es geht. Ich habe auch eben gerade noch meinen Bot für heute Abend konfiguriert. Ich sage ja nur für Smash, für die Abstimmung, der ist jetzt komplett übersetzt. Ich werde das aber gleich am Ende mal einblenden und nochmal zeigen. Nehmen wir erstmal den langen Kopf, den sehr langen Kopf. Gibt's nicht, den würde ich nehmen. Die Frisur, Haarfarbe kann eigentlich theoretisch so bleiben, aber die Haare passen nicht. Nee. Oh Gott. Jetzt muss ich mal gucken. Welche Haare passen zu... Nee? Oh Gott, auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, das passt eher. Augenbrauen nehmen wir mal was anderes. Heute stehe ich auch mal nicht so unter Zeitdruck. Warte mal, wobei die sind ja eher gewinkelt. Aber nimm mir erstmal seine Augen. Nimm mir schön klein, muss ich die Augen auch machen. Oh Gott. Nehmen wir die. Mach ich mal. Schön. Nee. Das war schon richtig so. Schön klein. Ja, so. Stück höher. Auf jeden Fall müssen die gedreht werden. So. Ich lasse das mal so. Dann nehme ich mal die Augenbrauen, mach die auch mal kleiner. Und winkel die dann auch mal an. So, das sieht doch schon mal gut aus. Kommen wir mal zu der Nase. Er hat ja einen ganz schön großen Zinken im Gesicht. Ich würde mal sagen, diese Nase passt eigentlich oder lasse ich die so groß oder mache die noch größer? Ich lasse sie erstmal so. Ich kann sie ja notfalls später nochmal nachjustieren. Sag ich jetzt mal. Mund. Also da würde ich definitiv auf jeden Fall den nehmen, den auch weiter runtersetzen. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen mogeln. Wie man sieht, hat er ja hier dieses Zahnfleisch. Das will ich jetzt mal ein bisschen mit einem Bart nachmachen. Jetzt frage ich mich nur, wie hell lasse ich den Bart. Ich nehme den mal so, wie seine Dingsfarbe ist. Mach den Bart mal kleiner. Und setz ihn auf die Zähne. Das sieht doch schon mal gut aus. Weil ich hätte das jetzt nämlich so gemacht. Was mir jetzt bei ihm noch so ein bisschen fehlt, sind die Gesichtszüge. Er hat ja hier so ein schönes Grübchen und hier so ein schönes Kinn. Aber ich glaube, man kann nicht beides machen. Oh fuck, da bin ich schon einen Schritt zu weit gegangen. Gesichtszüge. Oh Gott, wo haben wir die denn? Da, so. Gott, welche Grüppchen? Was nehme ich denn? Die? Nee. Ja, gibt's da auch noch irgendwas mit dem Kinn? Das zusammen mit dem Kinn kombiniert? Nee, gibt's leider nicht. Ah, das ist natürlich doof. Ja, dann muss ich es leider so lassen. Und an sich würde ich sagen, passt der Mii doch schon. Ich würde aber trotzdem nochmal, er ist ein langer Typ, ist relativ schlank, mache ich ihn. Ich guck mal kurz. So augentechnisch und so, also so gefällt er mir eigentlich schon. Ich würde ihn jetzt erstmal so lassen. Wenn man Verbesserungsvorschläge hat, kann man sie gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich sie berücksichtigen und den Mii nochmal verändern. So. Ach ja.
Butthead. So. Urheber bin ich. Und der Geburtstag ist heute der 23.8. Da habe ich die Mini nämlich erstellt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das eigentlich immer so mache. Ich werde natürlich auch, wie üblich, den QR-Code-Link unten in die Beschreibung packen, dass man sich den downloaden kann, selber auf der Wii verwenden kann und eventuell sogar damit in Mario Kart oder sowas fahren kann. Je nachdem, was ihr damit macht. Da habe ich mich schon wieder verschrieben, ich habe ein paar XTAT geschrieben. Wie im ersten Video auch, was wirklich keinem aufgefallen ist. Ja. Das T-Shirt nehme ich eher ein schwarzes und Favorit nehme ich hier raus, dann hat er mir auch eine schwarze Hose oder eine graue Hose an. Ich finde, so sieht er am besten aus. Und ja, so will ich ihn jetzt im ersten Moment lassen, speichern. Alles klar. Jetzt kann ich nochmal nebenbei einmal zeigen. Hier müsste ja der Chat noch aktiv sein. Ich blende mal das Bild da oben aus. Ich gehe nochmal weiter runter, dann seht ihr den Mii auch. Und zwar, was ich jetzt am Dings verändert habe, am Vote-System. Am Vote-System. So, ich zeige das mal eben schnell. Ich starte jetzt mal ein Vote. Da hat der Bot da schon gestartet. Das Doofe ist jetzt, dass das so hell ist. Habe ich hier nicht noch ein Chat-Overlay? Nein, habe ich nicht. Kacke. Jetzt sieht man das kaum. Ich gehe mal einmal zurück. Hier bei der View, vielleicht sieht man es dann, dass man ein bisschen dunkleres Bild kommt. Natürlich nicht. Es bleibt natürlich hell. Okay. Auf jeden Fall steht da jetzt, man kann halt auf uns voten und ja, habe ich jetzt wie gesagt übersetzt und alles. Und wenn ich es jetzt beende, steht da auch, dass die Abstimmung vorbei ist. Der Gewinner steht fest. Der Kampf ist entschieden. Und wenn ich jetzt nämlich einen Gewinner picke, nehme ich mal als Beispiel Fluffy als Gewinner, pick as Winner, ja. Dann schreibt er auch, dass Fluffy der Gewinner ist und die Punkte werden verteilt. Gut. Das mal jetzt so nebenbei, weil ich ja doch mit dem Meme ein bisschen schneller fertig war. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal bei meinem Livestream vorbeischaut. Der startet heute Abend wieder um 20:30 Uhr. Wird wohl wieder erst Mario Kart sein, dann Smash Bros. Oder vielleicht sogar zuerst Smash Bros., dann Mario Kart, vielleicht auch nochmal Splatoon. Das mache ich halt aus Lust und Laune heraus. Fakt ist, ich bin Nintendo-Streamer und ich werde dem Motto auch treu bleiben. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch was. Euer PartyX der LP. Ciao, ciao.